Hi, mein Name ist Holger Diefenbach. Ich bin der Geschäftsführer von Trebi Deutschland. Wir, die Firma Trebi, sind ein Maschinenbauer aus Norditalien und wir konzipieren und bauen Robotersysteme für die Bauteilentgratung, für die Gussteilentgratung, sowohl im Eisenguss als auch im Aluminiumgussbereich. Das Schönste an meinem Job ist eigentlich, draußen rumzufahren, Kunden zu besuchen und dort mit Prozessverantwortlichen, mit Produktverantwortlichen, mit Entwicklern zu diskutieren, wie man Prozesse gerade im Bereich der Roboterentgratung oder der Bauteilentgratung wirtschaftlicher und effizienter gestalten könnte. Nun ist es momentan nun mal so, wir können nicht so viel draußen rumfahren, wie wir gerne möchten. Und so haben wir uns überlegt, dass wir eine kleine Videoserie ins Leben rufen, in der wir verschiedene Aspekte der Entgratroboter ansprechen, ihnen verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, was diese Maschinen heutzutage können, denn wir reden deutlich mehr als von einem Schleifroboter. Und auch verschiedene Punkte ansprechen, die immer wieder bei unseren Kunden zutage kommen. Punkte wie Flexibilität, Wirtschaftlichkeit, Wiederholbarkeit, natürlich ganz klar der Return of Investment, wann macht sich so eine Anlage wirtschaftlich bemerkbar und natürlich auch die Integration in ihre Prozesse, standalone oder integriert. All diese Punkte möchten wir ansprechen und dazu haben wir die paar Filme ins Leben gerufen. Denn sind wir mal ehrlich, 95% aller Unternehmen, die gießen, egal ob Aluminium oder Grauguss, Eisenguss, müssen in irgendeiner Form nachbearbeiten. Das heißt, irgendwo stehen immer Personen im Unternehmen, die irgendwelche manuellen Tätigkeiten ausführen, egal ob direkt nach der Gießanlage, vor der mechanischen Bearbeitung, vor oder nach der Strahlanlage, vor dem Versand. Irgendwo werden immer manuelle Werkzeuge geführt. Und wir können heutzutage sagen, vor dem Hintergrund einer 25-jährigen Erfahrung, dass alles, was Sie bisher von Hand mit Ihren Leuten, mit kleinen Werkzeugen an Ihren Gussteilen erledigen, kann ein Entgratroboter deutlich schneller, besser, aber vor allen Dingen deutlich wirtschaftlicher und preiswerter darstellen. Und genau das möchten wir Ihnen ein bisschen näher bringen in den Videos, die dann noch kommen werden. Und wir laden Sie natürlich parallel dazu auch ein, unsere Homepages zu besuchen. Wir haben dort eine Vielzahl an produktspezifischen Filmen, an weiteren Erläuterungen zu unseren Anlagen, aber natürlich auch Links zu unserem YouTube-Channel und unserem Blog. Und vor allen Dingen haben wir dort natürlich unsere Kontaktdaten. Ich würde mich total freuen, wenn das für Sie ein Thema ist, wenn Sie sich auch damit beschäftigen oder immer schon mal damit beschäftigt haben und wir einfach mal unverbindlich ins Gespräch kommen können. Sie können mir eine E-Mail schreiben oder noch besser, Sie rufen mich an, am besten gleich. Die Zeit nehme ich mir gerne. Und wir können anhand Ihrer Produkte, anhand Ihrer bestehenden Prozesse einfach mal über die Möglichkeiten eines Roboters gemeinsam nachdenken. Mal schauen, was man da tun könnte. Da würde ich mich drauf freuen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, lassen Sie es gut gehen. Bis dann.